Geht es hier noch um Musik? Aktuell läuft die 20. Staffel von DSDS. Doch die kommt nicht bei jedem gut an. Die diesjährige Jubiläumsstaffel steht nicht nur wegen des Dramas um Kandidatin Jill Lange und die Juroren Katja Krasavitsch und Dieter Bohlen in der Kritik. Viele Stimmen sind auch der Meinung, die Castingshow für das größte Gesangstalent des Landes habe nichts mehr mit Musik zu tun. Dafür spricht auch die Mutprobe der heutigen Show. Vor ihrer Performance müssen sich Lava Baban, die Lara Saber hat, Fatih Yüksel und Co. vom Dach eines 200 Meter hohen Wolkenkratzers abseilen. Das kostet vor allem Sem Eisinger viel Überwindung. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist die Angst gerade über 100. Er entscheidet sich letztendlich dazu, die Challenge nicht anzutreten. Das Netz scheint eine einstimmige Meinung zu der Mutprobe zu haben. Was zum Henker hat das mit Musik zu tun? Neuer Tiefpunkt bei DSDS, postet ein User bei Twitter. Sorry, aber um Sänger zu werden, muss man sich definitiv nicht überwinden und einen Wolkenkratzer runterlaufen, kommentiert ein anderer das Geschehen im Fernsehen. We'll be right back.